Hallo und herzlich willkommen zur Best of Events International, die internationale Fachmesse für Erlebnismarketing hier in Dortmund. Zum allerersten Mal findet hier alles zum Thema Mais unter einem Dach statt. Die allererste Sportsendung für Oberfranken und damit hallo und herzlich willkommen zu Overtime. Also ich glaube, ich bin hier richtig. Ich werde mich jetzt in diesem Bereich auf einen Bagger festlegen und den Sieg mit nach Hause bringen. Unsere Künstlerin heute ist die Beatrice, anders bekannt als Cœur de Pirate, und sie sitzt gerade neben mir. Hi, very nice to meet you. Welcome to Germany. Hey, nice to meet you too. Thank you. So do you think, as a musician, do you still need a big record or music label? That's a good question. One question was, what is the first thing that comes to your mind when you think of Germany? Currywurst. I love the sausage and curry sauce. Oh my god, someone actually suggested to bring you a currywurst, but I thought, why would I do that? Now I know. It's the best thing. It's my favorite thing. I tweet about it, I message about it all the time. If you could only eat one dish for the rest of your life, what would it be? Still currywurst? Currywurst. Yeah, I'm not even joking. I'm obsessed. It's actually very nice to hear and see you again. I mean, it's been 3 years, I think, since your last album, Long Way Down, right? Yes. How was that break for you? Nice, it was nice. Mit Markus Kafka haben wir heute einen wahren Pionier des Musikfernsehens vor Ort. Darf man das überhaupt so sagen? Ging kurz nach dem Krieg los, ja. Ich war einer der Pioniere des Musikfernsehens. Nee, klar, also bin relativ lange schon dabei und auch ja, also ziemlich von Anfang an. Well, first of all, I want to talk to you about your hit song, Human. I mean, you could almost say it exploded overnight and went number one in several countries. It's about mistakes, flaws, weaknesses. I was wondering, what's your biggest weakness? My biggest weakness? I think it's my ambition. Guten Morgen. Hier, lasst euch nicht beirren, ist kein echter Kühlschrank, auch wenn das Licht sogar nach außen dreht. Was sind dann nach dieser Erfahrung auch deine persönlichen Tipps zum Glücklichsein? Escuchar al corazón. Nach circa 5 Stunden in diesem Wagen können wir euch sagen, es hat so viel Spaß gemacht. Es war verrückt. Wir haben mit den Köln 50667 Stars getanzt und gefeiert. Wir haben Sachen gesehen, die können wir wahrscheinlich unser ganzes Leben lang nicht mehr vergessen. Aber egal, Hauptsache es war witzig. Wir sind fix und fertig, sage ich euch. Danke Köln, du warst gut zu uns und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Wir nehmen also mit, Fehler machen, Schwächen zeigen. Das ist nicht nur gut, sondern auch menschlich und es sollte viel mehr und öfter darüber geredet werden. Oder wenn man das Talent von Rory Graham hat, dann sollte man vielleicht sogar darüber singen. Wer weiß, vielleicht wird der nächste Hit daraus. Wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal aus Berlin.